Ich habe als Kind sehr, sehr viel gelesen. Bin im Wirtshaus aufgewachsen, wo wir natürlich mithelfen mussten, und ich habe mich sehr oft versteckt mit einem Buch. Und das ist mir erst vor ein paar Jahren aufgefallen eigentlich, dass ich das Gesehene irgendwie manchmal automatisch in Worte umsetze, übersetze. Und ja, der Schritt von da zum Schreiben ist, glaube ich, kein großer. Es gibt so viele einfach Autoren und Autorinnen, die einem über den Weg laufen, wurscht von wo, von der ganzen Welt, und die beeinflussen einen dann irgendwie. Und ich bin eine Kraut- und Rübenleserin. Ich lese fast keine Krimis, aber sonst, ja, manchmal kaufe ich heute noch Bücher nach dem Umschlag und lese nur kurz hinein und habe dann Entdeckeschätze, die mich wieder ein Stück weiterbringen. Aber von Josef Roth über die Marie-Louise Fleißer, über Alfred Döblin, ich glaube, das waren so die großen Vorbilder. Die Themen, die mich beschäftigen und die ich auch sehr gerne mag, das ist eher immer so diese Randexistenzen, ja? Ob das jetzt innere oder äußere Positionen sind. Das finde ich spannend. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Zuallererst möchte ich mich selbst mit einem Thema beschäftigen. Da springt mich das Thema an und da will ich hinschauen. Und habe halt oft gemerkt, dass das dann auch andere betrifft und berührt oder sie neugierig macht. Und wenn das so ist, dann ist es gut. Aber ich denke, ich schreibe mal vor allem, um selber etwas Neues zu erfahren, und nehme halt dann, wenn es geht, die anderen mit damit.